Tritratrullala. Ja, wenn dit mal noch so schön aussehen würde unter Wasser. Oh, das wäre geil. Da haben sie jetzt bestimmt die Plastiktüten, die da normalerweise rumschwimmen, ein bisschen wegretuschiert, sag ich mal, wa? Apropos hier, wo ich gerade mit den Zomo umspiele, können wir ja mal den Dünger hier ins Bild stellen hier. Den irgendjemand meinte erkannt zu haben, neben meinem Laptop irgendwie. Oh, gut. Ich weiß nicht, wie man das für Dünger jetzt fehlinterpretieren kann. Nur weil auf seinen Düngerflaschen vielleicht die gleichen Kappen drauf sind oder so. Oh, pff. Da kenne ich mich jetzt nie so aus. Ja, auf jeden Fall werde ich mal irgendwann eine Aufnahme machen müssen, wenn ich wieder mal unter Wasser bin und schnorcheln tue. Damit ihr mal seht, wie es wirklich unter Wasser aussieht. Also im Atlantik auf jeden Fall. So, wir machen vielleicht mal einfach noch ein paar Fakten. Ein paar Fakten für den Herrn Lesch. Um wie viel besser das hier geworden ist in den letzten 100 Jahren. Wie viel Scheiß trägt das Meer uns hier so? Früher hat man von Strandgut geredet. Ja, da kann heute keine Rede mehr von sein. Der Strand ist nicht mehr gut. Und das ist hier, mein Strand ist bestimmt nicht einer der schlimmsten auf der Welt. Also da gibt es ja noch ganz andere Strände. Und da kann man hier sagen, sieht man ja, dass jede Welle im Prinzip so einen Pfund angespült hat. Und da sind Kinderspielzeuge, Haushaltswaren, Kleidungsstücke und Industriematerial bis hin zu Medizinalverpackungen alles ordnungsgemäß vertreten. Das passt sehr schön zu dem Bild von dem super sauberen Aquarium, was Microsoft uns suggeriert, dass es sowas überhaupt noch irgendwo gäbe auf der Welt. Schade, muss ich euch leider enttäuschen. Für die Hunde zwar ein kleines Müllparadies, aber so hinlegen will man sich eigentlich jetzt nicht. Selbst wenn das Wetter besser wäre. Was das ja nicht ist. Sonnenuntergang fällt auf jeden Fall wieder mal aus. Ja, ist also alles viel besser geworden. Ja, für mich nicht. Für mich sieht das nicht so aus, als ob hier irgendwas besser wird noch. Für die Elite, ja, für die Elite wird das alles immer besser. Wir werden immer blöder und immer leichter kontrollierbar. Und uns kann man ja so ja erzählen, es gäbe ein Global Warming. Während die ersten schon erfrieren.